Best of Fränkel frotzelt. Also wir versuchen es noch einmal. Jetzt habe ich einen Kommentar von einem ganz besonders schlauen Zuschauer. Er nennt sich FreakyLP und hat geschrieben zum Let's Play Fairground 2 Folge 14 dieses hier. Boah, bist du dumm. Das habe ich ja noch schneller rausgefunden als du. Hat der kleine FreakyLP mal was rausgefunden? Ganz schnell. Ist er ganz schlau, der kleine FreakyLP? Hippipura. Ja, ist er schlau. Lasst Fanfaren ertönen, oder? Komm, wir feiern jetzt zusammen ein bisschen den FreakyLP. Auf geht's, alle mitmachen. Stopp, stopp, nicht so weit! Kacke! Was soll denn das für ein Scheißlevel sein? Ja, komm! Nein! 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 Da war das Ziel! Wir lagen um 11 Uhr in der Haier. Fix und fertig. Und als das Geböller losging, dann mal kurz das eine Auge aufgemacht und dann Prost, ja, das war's. Alte Menschen feiern nicht mehr so Silvester. Wir haben die großen Partys alle schon hinter uns. Klingt jetzt total abgedroschen, ist aber irgendwo echt wahr. Ich glaube irgendwie angefangen mit 17 oder 16. Bis einschließlich meinem 30. Geburtstag oder Lebensjahr, wie auch immer. Wirklich jedes Jahr Silvester irgendwo irgendeine Party, irgendeine Sauerei irgendwie veranstaltet. Irgendwann kennt man sie einfach alle. Und da will man eigentlich nur noch seine Ruhe machen. Alles wird gut hier. Nein, warum falle ich denn jetzt wieder so nach hinten? Fränkel, du blöder Penner, ey. Jetzt wäre ich bei einer Bloody LP auf den Arsch aufgefahren. Und weil da ja erhebliche Gefahr besteht, dass man mit dem Kopf in dem Arsch stecken bleibt, habe ich mir gedacht, bremse ich lieber. Also nichts gegen Bloody LP, aber ich stecke nicht gerne in anderer Menschen Ärsche. Wow, fuck, ey. Perfekt. Oh Gott, scheiße. Nicht so viel lachen, Fränkel. Fahr weiter. Habt ihr Bloody LP gesehen? Der hat genau das gemacht, was ich sonst immer mache. Ich bin... Volle Knörre gegen die weißen Reifen gedonnert. Meine Herren. Ja, jetzt ist mein Auto natürlich doch mehr kaputt. Ganz klasse. Aber das ist mir egal. Komm, das war es mir wert, den Lacher. Dazu schreibt jetzt Fuckbywire @ Harald Fränkel. Deine Informationen basieren auf gefährlichen Halbwissen. Das war kein 1,5 GB Patch, sondern 1,5 GB Video- und Audio-Files, die das Tonstudio noch nicht fertig hatte. Bei mir läuft das Spiel absolut stabil, nur Performance und Audio sind ein bisschen dürftig. Hört nicht auf die Shitstormer, das Game läuft stabil. Natürlich, X-Rebirth, das lief von Anfang an total stabil und alles lief super und alles lief klasse. Aber das mit dem gefährlichen Halbwissen, das klingt ja vielleicht dramatisch. Oh. Dramatik. Gefährliches Halbwissen. Als ob der Herr Fränkel in einem Atomkraftwerk arbeiten würde und die Brennstäbe mit einer Bifi-Bini-Salami verwechselt. Dramatik. Ah! Die Polizei! Steht mir im Weg! Ich fass es nicht! Sind die noch ganz sauber? Die kleinen Hühnerpisser! Ey, die kam jetzt! Ich flippe aus! Fuckbywire hat nochmal nachgelegt und hat mir noch einen Kommentar geschrieben. @ Harald Fränkel. Ja, es wurde von 1.10 auf 1.11 gepatcht, aber sicher nicht mit den 1,5 GB Audio-Video-Files, du Held. Von daher gefährliches Halbwissen. Oh. Was du ja auch noch durch die Gegend schleuderst. Nein, nein! Warte, ich hau mir eine rein. Fränkel. Hip hip, hurra! Und gleich mal am Sack gekratzt. Ich werd verrückt, ey. Jetzt hat er da noch so eine Seiten... Dings auch noch eingebaut. Ah! Komm! Jetzt kannst du ein... Das ist auch nicht schlecht. Ah, jetzt muss ich die Penner erst noch vorbeilassen, ne? Nö, jetzt ja mal schnell rausstechen können. Hallo? Hey, hallo? 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 Du Wichspickel! Du Wichspickel! Echo. Echo. Hier ist der Bürgermeister von Wesel. Wesel! Demnächst auch auf DVD und Blu-ray. Gefährliches Halbwissen. Der neue Film von uns mit Harald Fränkel. Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Fränkel Frotzelt Fanshop und dort gibt es auch Fränkel Frotzelt Shirts.
Sie sind traurig, dass Sie nicht mit Harald Frenkel schlafen können? Das muss nicht sein, denn im Frenkel Frotzelt Fanshop gibt es auch Frenkel Frotzelt Kissen. Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das muss nicht sein, denn im Frenkel Frotzelt Fanshop gibt es auch Tassen. Kaufen Sie noch heute im Frenkel Frotzelt Fanshop und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster. Der Frenkel Frotzelt Fanshop bringt ewige Glückseligkeit, ist geiler als jede Nymphomanin und macht sogar die Zähne weißer. Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat, wird ebenfalls fündig. Der Frenkel Frotzelt Fanshop. Einfach genial.